Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, während ich diese Folge aufnehme, geht die andere gerade live. Also Ratschläge, Tipps, die auf diese letzte, eher nicht so gut verlaufene Folge vielleicht gekommen sind, kommen werden aus meiner Sicht. Kann ich nicht mit einfließen lassen. Schade. Kommt bestimmt was Gutes bei rum, schätze ich mal. Ich habe ja das letzte Mal ein bisschen aufgeräumt. Theoretisch könnte ich eigentlich jetzt vermutlich dahin laufen. Das Inventar ist ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht die Kiste aufnehmen könnte. Selbst wenn ich da hinkomme und wieder zurückkomme, wird das wahrscheinlich nichts. So, den Biber gelernt. Effizientes Hacken. Okay, und Laura liegt da vorne. Die ist gerade belagert. Den Roller hatte ich abgestellt. Da hinten drin, da kann ich auch nicht ran. Da ist er wahrscheinlich eh voll, schätze ich mal. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Sachen hier hin troppen. Mal was fallen lassen. Und das dürfte ja in der Theorie dann auch noch da sein. Und dann werde ich versuchen, es einfach mal das zu holen, das Zeug, ne? Den Runner noch reinmachen wieder. Schneller rennen, das ist gut. Und was hat man noch so? Burger ist noch aktiv, die werde ich wohl eine Bohne essen müssen. Schon, ne? Und noch eine. Und Medi lasse ich jetzt erstmal. Sieht nicht so richtig frei aus. Kamikaze. Mach schneller. Echt. Dieser ganze Stress für den Schrott. Ernsthaft. Ich geh kaputt. Die letzte Kiste war so easy zu holen und die war so richtig geil gefüllt. Und jetzt bis für 2 Goldbarren und ein shitty Werkzeug. Cool. Sehr cool. Okay, jetzt möchte ich natürlich trotzdem mein Zeug da wiederholen, was da so rumliegt. Den hat's einfach mal hingeworfen. Hat kein Feuer bekommen oder ist halt trotzdem hingefallen, ne? Weil Schuhgröße 50 hat ein Problem mit. So, das habe ich jetzt ein bisschen Schaden ausgeteilt aus der Ferne. Sind die alle da, ja? Die Ganoven? Was ist mit der jetzt passiert? Hä? Hast du die erschlagen? Echt? Kann das sein? Was ist mit ihr passiert? Was ist mit Lila passiert? Wer hat Lila auf dem Gewissen? Keine Pfeile mehr, hieß es. Boah, ist ja schnell gerannt. Boah, Halleluja. Diesmal nicht, mein Freund. Also jetzt noch einmal geschlagen, wäre es das gewesen, ne? Huiuiuiui. Ich hab dennoch die Pfeile nicht. Mein Nahkämpfer fliegt da irgendwo in so einem Todesort, ne? Kann das sein? Und Bogenpfeile ist irgendwie leer. Aus. Ui, das ist schon da. Halleluja. Hätte ich fast noch die Pfeile von ihm aufgehoben. Ja, also frisch ins Game ist sowieso immer ein bisschen schwierig, finde ich. Weiß nicht, wer selber gern zockt, ob das denen auch so geht. Also wenn man ganz frisch ins Game ist und vielleicht, so wie ich jetzt hier 2 Tage lang nichts gemacht hat in der Hinsicht. Und dann hat man gleich so einen Ganoven an der Backe, es ist schon ein bisschen belastend. Auf jeden Fall.
Ich nehme jetzt so eine Pille und lang mal hier rein. Bekomme sogar alles weg, ist ja unglaublich. Wo ist denn der jetzt? Bei meinem Rücken. Hallo? Bist du etwa verblutet? Verhungert? Oder hast du dich einfach nur verlaufen? Selbst einfach eine Nahkampfwaffe. Hier. Bin bereit für dich. Inventar ist voll. Wie habe ich das denn gemacht? Na, ich bin mit dem Bogen rumgelaufen, ne? Hä? Jetzt mal ohne Quatsch. Wo ist der? Der hätte ich jetzt tatsächlich noch gern kaputt gemacht. Da war ja schon angekratzt. Hatte schon leichte Kratzspuren im Gesicht und meine Pfeile noch im Körper stecken. Hätte ich gerne auch wieder gehabt. Hat man den zurückteleportiert? Weil. Darum? Ah, okay. Okay. Der hat's aufgelöst. Die Kiste ist weg. Jetzt kannst du erstmal sehen, wie viel sie der Kiste gehört haben im Endeffekt. Da hat's mir jetzt einen riesigen Haufen Zombies da hinten langgelockt. Das sieht so aus, als wären da ganz viele verschwunden jetzt von. Oh, die sind halt hinten im Garten und kümmern sich ums Unkraut oder so, kann ja sein. Finden. Ich guck mal rein. Habe ich erstmal eine Axt da quasi. Lege ich die wieder hier hin und kann ja direkt auf die tauschen, aber jetzt ist das Inventar natürlich voll. Aus halb so wild. Jetzt sind wir ja schneller mit der Kiste fertig wie gedacht. Ich hatte ja befürchtet, dass ich da jetzt echt noch sehr lang dranhängen werde. Nicht kämpfen, Laura, wir verschwinden erstmal ein paar Meter. Wir müssen Wunden lecken. Austausch, die Taste. Oh, ist ja frei alles. Du hast ganz viel Platz im Inventar. Hier hast du den Kopf. Und ein bisschen Müll. Waffe. Wenn sie Munition findet, wird sie damit schießen, ne? Aber, ich denke, das ist erstmal okay so. Ja, okay, ne? Frei. Ich hab da hinten so aus der Not der Nöte einen Roller fallen lassen. Laura, den müssten wir vielleicht noch holen. Es könnte sein, dass da deine persönliche Garderobe da drin ist. Eventuell. Bin mir nicht so sicher. Wenn ich ihn hätte leer dahingestellt, dann wäre das natürlich jetzt irgendwie geiler. Achso, es läuft mir im Endeffekt nach. Stopp. Bleibt erstmal stehen. Ewige Leier steht da rum im Garten. Rennt los. Was soll das jetzt? Okay, ich schau nach dem Mofa. Ziemlich frei hier, ne? Gar nicht so schlimm. Kann ich ja direkt hinlaufen. Ist ja Wahnsinn. So, Inventar. Leer. Oh, Sprit auch leer. Okay. War da wohl etwas cleverer beim letzten Mal. Und hab das Ding schon vorsorglich ausgemacht. Leer gemacht. So rum. Gut, es ist natürlich jetzt schon 2 Tage her, was die Aufnahmezeit betrifft. Habe ich jetzt nicht mehr gewusst, dass ich das Ding geleert habe. Hätte man. Ja, okay, wir brauchen es ja im Prinzip, das Teil, oder? Wer will denn schon laufen? Also tanken. Aufbewahren ist unnötig erstmal. Okay, weiter geht's. So, hier ist noch so ein Feuerkäfer und ein Metzger 2.0 und so. Die lassen wir mal in Ruhe. Wir fahren jetzt nicht zu Laura. Ich werde jetzt mal schauen, wenn ich die jetzt rufe,
Müsste doch eigentlich den Weg zu mir finden, vielleicht gar nicht so mit Problemen, oder? Man sollte vielleicht wieder mehr auf die Axt setzen. Ne, ich mache jetzt. Ich probiere den Zweihänder noch ein bisschen. Mal gucken. Und ich bei einem Giftigen ein bisschen blöd, weil den würde man am liebsten schilden. Okay. Ah, der Zweihänder. Ja, okay, wenn er halt einfach aufgerüstet wäre, ne? Wie mit allen Waffen. Okay, ich werde jetzt mal wieder freisetzen und gucken, was er alles anlockt, wenn sie hier sich vom Weg zu mir begibt. Wir gehen jetzt hier in so einen Markt. Letztes Mal der Typ über das Funkgerät auch gesagt, ich soll mal das Buch hier holen. Von so ein Fischerbuch. Angelbuch. Irgendwie sowas. Servus. Hast du es geschafft hier, ja? Er ist fast in Streifen geschnitten worden. Und ja, ich möchte ja eigentlich hier alles Nötigste mitnehmen aus der Stadt und dann eine ganze Weile nicht mehr her müssen. Also ich denke, das ist schnell gemacht und im Supermarkt soll es ja auch wieder Essen geben. Wir brauchen das hier. Ich habe jetzt noch 10 Bohnen. Das hält zwar eine Weile noch, aber besser man hat, als man hätte. Und ich würde hier vielleicht mal, die Supermarktgeschichte ist bestimmt richtig mies. Check if we're missing any Hast du... supplies. Nee, hast du nicht. Keine Stickies, aber hier stehen welche. Einer. Zwei. Zwölf ist davon im Eck. Ich rechne mit ganz viel Gesindel, was da rauskommt aus dem Supermarkt. Ich würde hier vom Eck einfach eine kleine Barrikade hinbauen wollen. An der Tür. Schaffe ich das auch noch? Ja, nicht mehr so richtig geil. Hätte Laucher aufheilen sollen. Puh, es kommt echt viel Gesindel daraus. Halleluja. Oh, schäme eine Pille. Schade, habe ich ein bisschen verpasst, hätte Laura ein bisschen was geben sollen vorher. Muss ich mich mal allein mit dem Gesindel rumschlagen hier? Ausdauer, müssen erstmal so verschwinden, obwohl es gerade so schön lief, ne? Hey. Lea nervt ein bisschen, die ist so mega schnell. Kommt ab und zu eine Watschen von ihr. Ausdauer wird nicht reichen für Knockback, ne? Nee, die spielen nicht mit. Okay, die Sache geregelt. Aber es hat sich nicht so angefühlt, als wären alle, die da rausgekrabbelt sind aus dem Supermarkt, mir gefolgt. Es hat sich so angefühlt, als wäre das ein bisschen weniger gewesen. Hier, die ganzen Kühltruhen sind das, ne? Ewige Leier, wo bist denn du schon wieder? Hier wird's leiser. Ich weiß es nicht. Ich loote mal noch ein bisschen was, vielleicht locke ich da ja ein paar rum. Aber bitte nicht alle auf einmal, das wäre gut.
Ich nehme mal eine Pille. Ich möchte es gerne überleben hier. Ich habe schon eine kassiert, ne? Heftig. Ja, erwischt. Rübe ab. Scheinbar erwischt, obwohl das alles ein bisschen komisch aussah. Willst du mal aufs Schild hauen? Kaputt getreten. So, wie viel ist der Spike mir geholfen hat? Keine Ahnung, aber hier ist jemand na, okay, das war wahrscheinlich Laura, die den hier platt gemacht hat. Alle Mann rauskommen, bitte. Da stellst du einfach mal oben drauf. Punkt benutzen und ja, Deckung aufgegeben, falschen Moment. Geh in den Spike. Ah, ist da hinüber der eine. Der hat sich so dahin gehockt, ne? Okay, das war gar nicht so schwierig. Laura, willst du auch ein bisschen mitmachen? Wir gehen aber Pillen kaufen auf der anderen Straßenseite, ist es okay. Hier ist noch ein bisschen Mist. Okay, sieht gut aus. Gehen wir erstmal rein und schauen mal, was die für uns hier haben. Ein, zwei Zombies noch da. Ist jetzt echt gegen den Spike gelaufen? Ernsthaft? Okay, hilf mir mal bei dem Plündern von dem Supermarkt. Läuft die wieder dagegen? Ist ja heftig. So, Kasse, gibt's Geld? Nee. Müllsack, das kannst du machen. Oh, hier ist schon das Buch. Fisherman. Nehmen wir quasi mit. Check mal die ganzen Kassen, während du da vielleicht ein paar Boxen klein machst. So, die Nahrung muss ich jetzt wahrscheinlich nicht auffüllen, weil der Fuß ist gleich durch, dann verliere ich eh die zwei Balken, die gerade leer sind. Kann ich mir also quasi erstmal schenken, ne? Echt? Das heißt, du hörst jetzt auf mit Arbeiten, oder wie? Warum ist denn das voll? Du hast Munition gelootet. Nehme ich dir ab. Du schaffst das? Problemlos. So, Waffenschrank. Komm, mal was Geiles, bitte. Ein billiges Rohr, okay. Hier hat sie die Munition woher, hat noch was liegen lassen. Aber ich werde jetzt erstmal ja, Gang für Gang ein bisschen abchecken. Die Sachen zum Zerlegen wäre gut, wenn sie das macht. Machst du die Kiste? Ne, macht sie nicht, weil Claire hier da ist. Oder Lila. Kaputt. So, das sah sehr zielstrebig aus. Wo willst du denn hin? Wir müssen halt ein bisschen zusammenbleiben, dass wir auch gemeinsam arbeiten. Hier sind drei Boxen zum Zerlegen. Spulenbox. Bitte mal was Schönes. Erwartungskit. Okay, das ist ein bisschen eine Frechheit, finde ich. Warum gibt man mir ein Wartungskit? Das ist doch eine Katastrophe, ey. Ist eine Spulenbox. Da sollten auch Spulen drin sein oder wenigstens irgendwas. Keine Ahnung. Ja, was macht man sonst rein, ne? Wenn man keine Spulen rausrecken will. Wenn man es mir einfach nicht gönnt. Hier ist einiges an Mist dabei gewesen.
Ich mal fallen lassen, was nimmt sie eigentlich? Die Kiste hier. Ach, du bist wieder voll, oder? Ah, die hat die Munition aufgehoben. Dann gib mal Seil, Nagel und Gold nehme ich erstmal ab. So, jetzt hast du ein bisschen Platz. Mach weiter. Ah, Carbox, okay. Holen wir gleich. Vielleicht da ja mal was drin. So, die Boxen hier, die Gefrierdinger sind leer, schade. Oh, da muss ich auch noch hin. Machst du hier die Esel? Okay, danke. Sieht aus wie stoisch, ne? Machen wir jetzt noch die Carbox. Da steht sie. Ich habe mich eh schon gefragt, wo ich die vierte Zugangskarte herbekommen habe. Jetzt bekomme ich auch eine fünfte. Wir haben also ein paar Versuche bei dem Boss, das ist gut. Die können wir dann ja vielleicht sogar ein bisschen eher angehen, wie gedacht. Weil einfach ein Fehlversuch drin ist, ne? So, dass die Kassen nicht zu looten sind, das finde ich ein bisschen schade. Es wäre noch nice, wenn man die Lootbar gemacht hätte. Aber okay. Glaube ich auch dagegen. Kann wieder mitnehmen, ne? Das Ding bringt uns nichts. Aber es war wirklich hilfreich, war keine Ahnung. Ich wollte es ja in die Tür setzen, es hat ja nicht geklappt. War schon eine halbe Sekunde zu spät dran. So, jetzt hier hinten die Box noch. Da könnte auch ab und zu mal was Schönes drin sein. Vielleicht ein Kupferdraht oder so. Mist ist drin. Okay, Mist hast du ja eigentlich. Da, bitteschön. Oh, das Fischerbuch könnte ich ja schon mal lernen. Da ist es auch wieder raus. Angelgröße 5% für 50 Forschungspunkte. Und dann geht es sogar weiter mit Profi-Angeln. Okay, und hier Angelzeit, da brauchst du ein Buch aus der Fischerhütte. Okay. Ich werde nicht verfehlen. Willst du die Fische erschießen oder was? Ich werde nicht verfehlen. Komisch. So, was hat's hier? Pilze sind im Angebot. Oh, ist aber viel im Angebot. Richtig viel. Anisbohnen. Frische Kok. Habe ein Inventarproblem, aber eigentlich. Sind 6 Stück. Ich werde den stacken. Hier geht es auf 10 hoch. Mehr sehe ich euch nicht. Spending money is the only pleasure in life. Gut. War ein bisschen Vorrat, was gerade im Angebot war. Ich denke, das kann nicht schaden. Das Problem ist halt der Inventarplatz, ist klar. So, ich würde jetzt darüber wollen, wegen den Pillen, die es da zu kaufen gibt. Wo gibt es sonst noch Pillen? Krankenhaus. Jetzt macht sie eh Lärm. Es ist eh vorbei. Jetzt haben wir eh kämpfen müssen. The atmosphere is off. Alter, was die da anlockt, ne? Jetzt probiert wieder. Mit Vorspringen mir in die Wade beißen wollen. Du machst den weiter. Okay. Ah, da stehen ja noch 2 Roller. Genau, das sind ja die abgeschlossenen Roller. Ah, die können wir auch die Automaten noch mitmachen hier. Also hier auf dem Platz gibt es so viel zu holen. Es gibt so viele Automaten hier. Und Telefonzellen. Hier bist du nochmal locker. Den Tag nur mit dem Außenrum beschäftigt, das alles zu looten, aufzuheben. Zumindest die wichtigen Sachen. Der ist abgeschlossen. Dann klaue ich den Sprit raus. Weiter vor gehe ich jetzt nicht auf den Platz. Wie gesagt, man kann da echt noch ewig hier sein. Schlägst du jetzt den Roller oder was? Gibt's den nicht? Lass den doch in Ruhe. Der ist auch abgeschlossen, deshalb erstmal den Sprit raus.
So, hier gibt's auch, oh, ist im Angebot. Schmerzantibiotikum auch. Okay, ich steck mal hier auf. Es sieht echt schlecht aus. Ich kann auch einen Pfeil herstellen. Da wird der rausgehen. Ne, da habe ich den nächsten Pfeil-Stack angefangen. Okay. Check if we're missing any supplies. Verdorbt mal Kaffee. Können wir eigentlich wegwerfen. 86 Kilokalorien. Viel Spaß damit. Schwere Verdauungsstörung. Kannst du die auch doppelt haben? Kannst, ah, okay. Das eine ist wahrscheinlich Verdauungsstörung, das andere ist irgendeine andere Störung. Oh, es ist ja voll live. Sie hat eh mehr Leben, wie man sieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hat man ja schon mal das Thema. Das heißt, sie verträgt das. Also ist ein bisschen neben der Spur jetzt, ne? So, den Rest machst du. Ich würde dir mal das Angebot nutzen wollen. Antibiotikum, 60 Leben und 40 Leben die Pillen. Schwierig, ne? Wo kommen die jetzt her? Ich dachte echt, du hältst mir den Rücken frei. Was hätte. Hat das. Na gut, ist nicht nur die Verdauung gewesen mit dem Leben, oder? Das Ding ist ja ewig noch, das eine da. Baut's das überhaupt ab? Was ist denn das jetzt gewesen? Ach, die zieht sich eins nach dem anderen rein. Ja, übertreib's doch. Ja, es geht jetzt gleich drauf und. Ja, ist dann wenigstens satt, ne? Dann nimm noch eins. Nimm noch eins. Lohnt sich jetzt. I need medical attention, fast. Bäh. Nee, 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 nee. Da musst du jetzt durch. Du wolltest unbedingt alles austrinken auf einmal. Selbstheilung ist auch da. Ne, hast du gesehen, wie es kurz hochging, wieder runter. Was überlebst du nicht? Trink noch eins, los, los, jetzt, komm. Lohnt sich. Don't leave me behind. Puh, ja okay, einer muss ja diese gammelige Nahrung verwerten, ne? Besser du in dem Fall. Wenn es wieder eins nimmt, ist es gleich wieder hinüber. Okay, ich habe jetzt Antibiotikum gekauft. Ich müsste noch. Pillen könnte ich auch noch kaufen. Ich weiß halt nicht, wie die Stackgröße ist, ne? Du nimmst. Ja, es ist schon verlockend jetzt, aber das Geld geht natürlich auch fett drauf. Aber ich würde es mal so auf 30er Stackgröße schätzen. Und das hat auch gestimmt mit 30. Jetzt habe ich schon 9 Schmerzpillen. Komm. Für das. Durchhalten, Munition. Wie kommst du denn? Ich habe auf S gedrückt, okay. Für das Durchhalten bekommst du eine Pille. Ja, gönn sie dir. So, hier drin sind natürlich noch andere Schmerzmittel in den Boxen zum Looten und. Ob es eine Spulenbox gibt da hinten drin in den letzten Raum, weiß ich nicht mal so genau. Aber ich denke, das lassen wir. Nicht mit jedem kämpfen. Laura, komm. Wir verschwinden hier. Wir haben die Pillen geholt, wir haben das Buch geholt. Das ist all das, was wir wollten. Hör auf damit. Okay, das hat's geschafft. Tür zu. Wir steigen auf den Roller und verschwinden von hier. So, das nächste Ziel ist die Fabrik. Da gibt es auch ein Buch, das für mich schon sehr wichtig ist, Inventarvergrößerung. Aber wir werden erstmal. Genau, wir gehen erstmal zum Überlebenden. Weil da kann ich die Quests annehmen. Und eine davon könnte vielleicht sein, an diese Bauarbeiterblatt machen. Und ich schätze mal, dass in dem Fabrikgelände davon ein paar rumlaufen.
Was ist denn hier los? Drei Metzger. Und Speedy. Speedy. Lauf, 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 Speedy, lauf. Lauf weg von den Metzgern. Das ist gut. Oh, nicht schon wieder da rumlaufen. Nee. So, was habe ich denn jetzt hier? Da habe ich was. Falsche Taste. Häng am Roller fest, ne? Ah. Ach, Mann. Läuft jetzt einfach mit, wenn ich laufe? Wahrscheinlich nicht, oder? Gucken. Hab schon einen Arm abgeschossen, er läuft weiter, ne? Alter, wie der rennt. Okay, dann habe ich geschafft. Jetzt schaffen die mich, ja? Nee, 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 das lässt du mal schön bleiben. Hatte ich gar nicht gecheckt, dass Laura mit hier ist. Die war vorhin gerade eben noch so weit hinten. Die hat sich aber voll reingehangen scheinbar. Ui. Lang nichts bekommen. Aber ist da. Die Ausdauer. Okay, aufladen. Zu hoch. Das war tief genug, okay. So, gucken wir nochmal hier in die Box. Lederschuhe. Ich habe Knochenschuhe, die gar nicht schlecht sind. Wo sind die Lederschuhe jetzt hin? Hier oben. Gedächtnis, Bewegungsfähigkeit, Ausweichrate. Gedächtnis, kritischer Schaden, Droprate. 12,8 Schutz, 3% Schaden. Die sind jetzt nicht so gut wie meine Knochenschuhe, sage ich einfach mal. Das heißt, ich gebe dir eine Pille, weil das wieder irgendwelches gammeliges Zeug ist. Und werde mal nach deinen Schuhen gucken. Jo, zieh die an. Das ist okay so. So, was hast du denn so? Blätter hast du, ja? Nägel, Seide nehme ich dir mal weg. Drück mal da drauf und den Stick nehme ich zurück. Mach daraus halt doch noch einen Pfeil, was soll's, ne? So, sie ernährt sich wieder von super geilen Zeug. Ist vielleicht ein bisschen crazy, was ich da mal mache mit ihr, aber es ist, denke ich mal, irgendwie okay. So, Speedy-Tasche. Diplomarbeit. Und 16 Bonn, ja, das war jetzt nicht so richtig geil, aber ja, besser wie nichts, ne? Ui, meine Axt ist ganz schön down. Und das Schwert eigentlich auch. Die ganze Rüstung sind jetzt auch kaputt, klar. Aber ich will die Wartungskits jetzt nicht so aushauen. Ich habe die jetzt nicht so, so Tonnen dabei und die Rüstung ist irgendwie immer ein bisschen zweifelhaft, ob die repariert wirklich mehr aushält. Das ist sehr, sehr seltsam. So, wir sind da hinten von dem Roller gesprungen, wir müssen weiter. Da steht jemand, hä? Wie steht der? Auf dem Felsen oder was? Ja. Neben dem Roller, okay. Das war zu tief für Headshot. Das war gut. Da ging vorbei ein Fall. Man weiß, was man jetzt wieder ruft. Das ging noch ein Fall vorbei. Aura, das ist ein bisschen nervig, was du da so treibst an Geräuschen. Kannst du bitte leise leiten oder so? Dann gib mir halt was Richtiges zu essen.
Wir sind ja in der Apokalypse. Wir müssen sparen. Und du hast scheinbar einen Magen aus Stahl. Auch nicht so wirklich, ne? Yes. Den hat's zerlegt. So, sie hebt das auf. Weil ich kann eine Spitzhacke. Schade. Ja, Gedächtnis ist gar nicht so schlecht, die Spitzhacke, aber was bringt uns halt nichts, ne? Was kann ich dir denn noch geben? Verdorbene Coke kann ich dir geben. Sie hat einen Stein aufgehoben. Weiß nicht, vielleicht sollte ich dir erstmal wieder sagen, synthetisches Objekt ist doch eigentlich kein Stein, oder? Mach mal einen Stein hier, das ist unnötig, dass du den im Inventar hast. Verdorbene Coke, du müsstest ja satt sein. Kannst du die für mich einfach mal transportieren? Und jetzt gebe ich das Speedy-Buch noch aus. Forschen. Speedy-Buch bei Kampf. Wir gehen auf Fernkampfwaffen, 5% mehr Schaden. Würdest du gerne auf Nahkampf gehen, da brauche ich 2 Bücher, dann habe ich den Inventarslot nicht frei. Farbpfeile sollten hier noch stecken. Ich guck mal kurz hier. Ja, 4 Stück aufgehoben. Ich denke, das reicht. Das andere waren Steine oder so. So, auf zum Überlebenden, bitte. Da liegt irgendwie noch ein Sack. Für einen Forschungspunkt fast draufgegangen, die Laura. Noch 2 Metzger am Schlepptau. Hat ja gut geklappt mit dem Speedy, ne? War ein bisschen risky, da ist durch die Pampa zu rennen und zu schießen. Hat er geklappt. Na, jetzt würde ich vielleicht mal beim Überlebenden eher von hinten ranfahren, statt an der Tankstelle vorbei. So. Da sind mir zu viele. Ja, uns können es nie genug sein. Das ist schon okay so, aber wir haben keine Zeit dafür, die alle wegzumachen. Das ist schon ganz schön voll hier, besonders nach der Tankstelle, ne? Bei dem autobahnmäßigen Schild da. So, jetzt dürfte ja das frei sein. Wir durften das letzte Mal nicht rein. Quest sind erfüllt, der Walter ist hier. Ist beim letzten Mal gar nicht so aufgefallen in der Staffel, dass das ja der Walter ist, aber diesmal ist mir das bewusst. Wie der Ganove das macht und wie er sich die Hütte leisten kann. Keine Ahnung, hast du irgendwelche Deals mit den Zombies? Hat genickt, habt ihr es gesehen? Hm? Das ist Zustimmung. Hm, war mir fast klar. Kann ja fast nicht anders laufen. Hier, herstellen. Ach, das ist das Verschrotten von den roten Waffen. Da habe ich jetzt noch nicht so richtig viele. Zum Verschrotten. Hier ist aber die Skinwerkbank, da wollte ich ran. Skinwerkbank. Ach so, wenn ich es einmal aufziehe, ist es ja dann verloren, ne? Ja, ich kann es jetzt hier draufziehen auf diese Rüstung, dann finde ich nachher eine andere. Dann bekomme ich den Skin halt nicht mehr runter. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Aber okay, der Ring ist aber gut, da kann ich die Handschellen draufpacken. Hier. Machen wir so. Im Set gehört noch die Gefangenenuniform dazu. Anwenden. Ja, die warnen halt jetzt, dass man das nicht mehr runterbekommt. So, zurück. Dann wollte ich das hier machen. Machen wir jetzt einfach, ich habe 2 Stück schon davon. Anwenden. Gucken. So, die Veränderung ist. Ja, auf den ersten Blick war es gar nicht so viel, aber. Naja, ist schon gut, ne? Naja, wenn man das Schulterfrei da besser gefällt bei dir. Hallo! Man kann Militärzugangskarten sich jetzt noch erkaufen, bzw. erspielen. Aha!
Schreier-Trophäe. Halber Kriecher-Trophäe. Dann bekommst du die Karten wieder, okay? Grabräuberwagen, Grabräuberwagen. Das ist ja bestimmt am A der Welt, oder? Und ich wollte eigentlich eher so eine passive. Töten wir mehrere leichte Zombies, sowas hier. Akzeptieren. Und hier töten wir mehrere schwere Zombies. Akzeptieren. Und die Trophäen, ja, wenn ich sie habe, kann ich die annehmen und direkt hier einlösen, ne? Und die Grabräuberwagen lasse ich jetzt. Da habe ich jetzt, denke ich mal, keine Zeit für. Und theoretisch müsste hier eine Überlebende stehen. Natalie, hello. Schade, sieht so aus, hättest du schon viel durchgemacht. Dann könntest mir sehr behilflich sein. Die steht immer mal nur ein bisschen blöd rum, hast du das gerade gesehen, ne? Oh wei, ich komme wieder, wenn ich mehr mitnehmen darf. Beziehungsweise... wo ist das? Anhängeranzahl. Folgende Bedingungen. Level 50 muss ich haben. Ich bin Level 27. Okay, das ist eine ganze Weile hin bis zum nächsten. Und der redet gar nichts, ne? Die haben das wahrscheinlich hier extra reingemacht, weil man, wenn man bei einem Boss verliert, dass man einfach die Chance weiter hat, das weitermachen zu können, ne? So, wir fahren jetzt zur Industrie. Ich hätte gerne das Buch und... Können wir hier drüber? Katastrophe. Oh. Jetzt. Und zu dem Boss möchte ich eigentlich gehen mit einem... Mindestens mit dem Fuß. Also dieses Lebensmittel, um mehr Leben zu haben. Am besten beide Füße wären geil. Da gab es also den guten, das gute Fleisch und den Fuß oder irgendwie so. Da müsste ich wahrscheinlich ein Hausschwein killen, schätze ich mal. Um beide zu bekommen. So, hier ist der Haupteingang. Da gibt es das Buch ja nicht so richtig direkt. Wir können versuchen, das hinten ein bisschen so rauszupicken, ohne jeden einzelnen Zombie auf dem Gelände töten zu müssen. Ich weiß aber, dass hier am Ende, wo der andere Eingang ist, wo es dann eher zu dem geht, das sind richtig große Zombies. Wir werden jetzt hier versuchen, ein bisschen diagonal durchzulaufen. Ich denke, das ist, hört sich nach einem Plan an und ich tue hier mal ein bisschen Shitty rein. Drei Gewehre. Wir müssen erstmal kämpfen, Laura. Da hat sich auch schon wieder was fallen lassen. Kann ich Laura's... Oh. Alter. So, ich möchte einfach ein bisschen Schrott hier reinlegen. Und wenn das auf irgendwelche wundersame Weise verschwindet, ist das auch nicht so tragisch dann. So. Spitzhackenroller ist das jetzt hier. Und dann kann ich dir... Schusswaffen gebe ich dir lieber mal nicht. Du hast vor uns ganz viel Munition gefunden und ich befürchte, du verballerst das Zeug einfach. Was kann ich dir sonst geben? Du hebst die Reserve-Uniform auf. Das Rohr noch. Und das muss ich erstmal tun, ne? Ente hat sich hier gemeldet gehabt. Machst du halt wieder eine Entenfeder im Inventar, ne? Mal abgesehen, dass ich nicht weiß, wo die jetzt ist. Ja gut, das Inventar, was sollte ich jetzt da vergrößern, wenn wir das hier schaffen? Schwierig. Warte mal kurz, du machst gerade nichts, das ist okay, das machst du um so viel Lärm, okay, es ist eh vorbei. No.
Sache, wir rennen jetzt mal hier durch, Kamikaze. Mal gucken. Gucken, wie viele anfangen uns zu folgen und wie viele unterwegs wieder aufgeben. Wir rennen auf die andere Seite. Auf die Wiese. Und dann heißt es kämpfen, bringt alles nichts. So. Geh schon mal weg, das ist gut gelaufen. Alles da. Ich muss da mehr darauf achten, dass ich Laura fit mache vor so Aktionen. So, also ich halt sprengen, ich hätte sogar den Kill gehabt. Das war mir jetzt doch zu risky, mein Leben war schon ganz schön unten. Ist ganz schön unten. Ich hätte nicht nur Laura fit machen sollen, sondern auch mich, ne? Können wir hier vielleicht irgendwie ein Lager aufbauen kurz? Hier oben wäre cool, ne? Aber vielleicht will sie wieder nicht mitkommen hier hoch. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie es nicht schafft. Möbel. Fünfmal Stoff, kannst du bitte mir folgen? Alter, die macht das mit Dehnungsübungen. Wow, sie hat einen Weg gefunden. Nice. So, Hälfte. Zack. Ausruhen. Gucken, wie das alles kommt. Das Platzieren von Gegenständen lockt, ist eigentlich sehr laut. Aber sind wir weit genug weg von dem restlichen Gesindel. Gut, da schaue ich ja mal rein. Den Bürger habe ich noch. Ich esse die Riegel auf. Da sind die weg. Noch eine Bohne hinterher, bin ich satt. Laura geht's gut, sie ist gesättigt, würde ich sagen. So, da, da. Vielleicht lasse ich dich aber erstmal hier. Und versuche einfach nur das Buch zu holen und dann wieder zu verschwinden. Das hat geklappt, aber hier ist kaum jemand, ne? Könnte man die Halle auch looten, oder was? Sieht so aus. Okay, machen wir die noch fix. Oh, hier könnte es Eisenbahn oder sowas geben, ne? Eisenplatte. Nice. Hast du den jetzt platt gemacht, oder was? Weil ihr weiß man manchmal nie, weil... Dann kämpft sie dann doch plötzlich bei dir, obwohl der andere noch gar nicht tot ist. Carbox mit ein bisschen Geld, ist ein bisschen enttäuschend. Ah, das weckt man natürlich draußen noch die Umgebung auf, aber es ist egal jetzt, ne? Nicht vielleicht mal. Die Hütte durchgelootet haben, ist auch nicht schlecht, denke ich.
zweimal Plastik in der Box. War nicht ganz so koordiniert, aber haben sie überlebt. Machst du die Munitionsboxen hier? Ach, ich hab die ja ausgestellt, ne? Vielleicht macht es ja jetzt. This is too much. I need to drop something. Oh wei. Dann gib mal her die Munition. Und guck, was ich aufstecken kann. Jetzt lerne ich mal das Buch und dann ist auch mit dem Inventar wieder ein bisschen besser. Porter. 12 Inventarplätze. Forschen. Der nächste ist in der Feuerwache. Das ist nicht schlecht. So, da könnte ich ja dir einfach mal ein bisschen was nehmen. So, da hast du auch Möglichkeit, ein bisschen mir zu helfen beim Looten hier überall. Hier zum Beispiel die Kiste machen. Zwei Ziegel, ne, die macht die Kiste nicht. Mach ich das selber. Okay. Sie ist gefangen im Waggon. Die Arme. Sie wird hier wohl zurückbleiben müssen. Kupferring, nice. Kommt immer noch nicht. Hängt immer noch im Waggon fest. Oder im nächsten. Hm, kann auch sein. Gab's noch mehr wie das Buch? Nee. Gab's noch Munition, genau. Voll auf die Rübe. Aua. Hat ihm mitgefallen. So, das müssen wir aber alles. Ne, haben wir noch nicht. Okay. Ein Schuss. Ist so geil. Ah. Er wollte spucken. Wollte die Kiste ganz lassen. Laura. Das war der Versuch. Kurz vorm Explodieren. Und die Kiste hat's weggerissen. Schade. Okay, dann haben wir das Buch. Ein paar Mats. Sind zeitlich auch recht gut durchgekommen, finde ich. Das heißt, wir können vielleicht da vorne nochmal schauen, was es in dem Shop gibt. Aber theoretisch. Ich denke mal, nichts anderes wie bei unserer Base der Handwerks-Shop. Vermute ich mal. Eingangsbereich, Laura, würde ich nicht bekämpfen wollen. Moment, ich muss sie erstmal stoppen. Sie macht jetzt wieder Lärm. Ich möchte natürlich auch an die Automaten, aber erstmal hier reingucken. Hier gibt es noch dieses bessere Reparaturset und Motorbatterie, aber ansonsten ist ja nichts. Was war so im Angebot gerade? Nichts, was ich brauche. Okay, nehmen wir die zwei Automaten noch mit. Und kämpfen uns wieder da hinten raus, ne? Was machen die jetzt? Ne? Willst du wieder irgendwelche Feinde mitbringen oder was? Wird nix. Machst du den platt? Fünfmal Sprit. Gut, hier gibt's natürlich jede Menge Öl und so ein Zeugs. Ja, vielleicht nehmen wir das noch mit. Sprit ist ja wichtig, hab mal gemerkt. Na, und hier liegen die gerade so Tonnen rum.
Und sie vergnügt sich mit dem einen in der Zwischenzeit. Gut, da kann ich auch mal, wenn die sich da vergnügt, hier in die Boxen gucken vielleicht. Ist da ein Kupferdraht mit drin? Ich möchte jetzt nicht zu weit vorlaufen wegen denen. Ein Eisenbahn, das ist auch nice. Zweite Box war eher nix. Machst du immer noch mit der rum? Da kommt gleich noch jemand. Fightest du die? Nee. Die will übrigens zu mir, ne? Okay, jetzt hat sie es aufgegeben, zu mir zu wollen. So, der Roller. Könnte man, lasse ich mal einen Sprit drin, weil brauchen wir ja in der Not mal einen Roller. Und sie hat, glaube ich, hinten Zeug nicht aufgehoben, ne? Gut, die haben jetzt diese ganzen Fässer. Ne, eins fehlt noch. Zwei. Ich habe sie ja ausgestellt, dass sie jetzt mir hilft, ne? Ja, ich denke, man kann die wieder anmachen jetzt. Mach bitte nicht so viele von den Boxen kaputt. Eine ist schon durch. Das wär's so geil jetzt, oder? Das wäre so filmmäßig. Alle zwei Sekunden eine Box kaputt geht. Da wollt wohl zu mir. Es sind wohl doch zwei kaputt gegangen. Es waren noch vier. Okay, da war's das für heute. Wir fahren das nächste Mal vielleicht Richtung Boss, ne? Zeitig ist es noch drin, aber ich bräuchte so ein Schwein. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber okay. Also vielen Dank fürs Einschalten. Bis auch mit hoch. Liken und abonnieren vergessen. Und sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao Leute. Macht Beschiss mit deiner Größe.